Und leider nicht gefangen, wir sind im nächsten Part angekommen. Wie ich gedacht habe, wir schaffen es nicht in den letzten Part. Komm, bitte, 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 bitte. Nein, warum? Warum? Ich versuch mal ein paar Knöpfe da zu drücken. Und komm, 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 komm. Nein, es bringt gar nichts, es bringt alles nichts. Oh, wir müssen einfach mega Glück haben. 19 Bälle haben wir noch. Komm schon. Es will einfach nicht gefangen werden. Es will nicht, das Vieh. Ich glaube, wir müssen das einfach nochmal schwächen. Das ist noch zu viel KP. Das kann aber doch eigentlich gar nicht sein. Komm bitte. Nein, Mist, das war knapp, ja. Super schön, dass es knapp war, bringt mir aber nichts. Ja, ging daneben, zum Glück. Zum Glück. Ey. Komm schon. Und wir haben uns jetzt so gut darauf vorbereitet, dieses Ding hier zu fangen, ne? Dann muss es doch klappen. Bitte, bitte. Ja, 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 Leute, es ist unser. Wir können Zapdos unser nennen. Ah, genial. Genial, guckt es euch an. Krasses Teil. Knackernde und schappende Geräusche macht es beim Fliegen. Ja, das wird wohl der Strom sein. Ja, geil. Genial. Endlich haben wir es. Und ich habe vergessen, mir Schutz zu kaufen. Deswegen werden wir uns jetzt als nächstes erstmal Schutz besorgen. Dann fliegen wir mal. Wahrscheinlich gibt es das hier in dem riesen Einkaufszentrum. Obwohl, nee. Nee. Ich glaube, im normalen Shop gibt es auch. Naja, egal. Jetzt sind wir hier, dann machen wir das eben. Dim, 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 dim. Müssen wir nur gucken, in welche Etage wir müssen. Es gibt ja hier so ein Zettelchen, der uns helfen kann. Zubehör für Trainer. Videospiele, Geschenkartikel, Drogerie. Automaten. Also, es muss ja im ersten Stock sein. Ich glaube, mich auch erinnern zu können, dass das im ersten Stock war, beim ersten Verkäufer hier vorne. Dann hoffen wir einfach mal, dass es auch so... Ne, das waren TMs, genau. Aber dann ist es hier, komm. Genau. Schutz, super Schutz, sehr geil. Davon kaufen wir erstmal eine Menge. Machen wir mal so 20, ja, 10.000. Können wir ruhig dafür ausgeben, es dient ja auch zur Erleichterung des Spiels. Ich finde es schade, dass man hier nicht rennen kann in den Jobs. Gucken wir hier, ob wir irgendwo noch Items finden können. Schade ja nicht, hier ab und zu mal rumzugucken. Einen Detektor einsetzen. Komm, 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 komm. So. Nichts in der Nähe, alles klar. Wo müssen wir als nächstes hin? Wir müssen jetzt, soweit ich weiß, na, du bist doch doof, Fliegen einsetzen und wir müssen, glaube ich, zu diesen Inseln hier runterschwimmen. Also ich weiß noch, früher bin ich immer hier hingeflogen und bin dann hier runtergeschwommen, um den nächsten Orden zu holen. Das werde ich auch einfach mal auf die alte Art versuchen. Denn die zwei neuen Inseln, ich weiß gar nicht, wann genau das drankommen soll oder ob wir überhaupt dahin müssen. Vielleicht ist es auch nur freiwillig. Das ist auf freiwilliger Basis, man weiß es nicht. Wir fliegen jetzt aber hier mal runter und gucken mal, hier gibt es bestimmt ein Item zu finden. Okay, doch nicht. Aber was gibt es hier für Pokémon? Das wäre ja mal interessant. Denn da kann man ja erst hin, wenn man schon dieses... Ah, guck mal, Tangela. Tangela können wir auch gut gebrauchen, warum nicht? Versuchen wir auch mal zu fangen. Hypnose. Daraus, was wird denn daraus für ein Pokémon? Kann sich das überhaupt entwickeln? Ach, ich bin so unbeholfen. Dum, 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 dum. Komm. Du bist unser. Toll, Tangela wurde gefangen. Nice. 114. Pokémon. Boah, wir haben jetzt aber schon... Im Moment sind wir gut am Fangen, ne? Wir rüsten uns hier gut aus, muss man ja sagen. Jetzt müssen wir ein bisschen nach unten schwimmen. Um dann zu dieser Insel zu gelangen, wo wir jetzt hinwollen. Ja, und hier zwischendurch sind immer Inseln, wo irgendwelche Leute draufstehen und natürlich auch kämpfen möchten, aber wir versuchen den mal so gut wie möglich auszuweichen. Ja, der hat sich gerade umgedreht, als wir da waren. Laufen wir mal hier über die Insel. Ach, guckt mal an, da ist die Insel doch schon. Die ist ja klein. Vorher kam sie mir größer vor. Naja, gut.
Die Tür ist verschlossen. Mhm. Weiß ich. Hier können wir unsere Fossilien abgeben. Das ist geil. Endlich sind wir zu dem Zeitpunkt gekommen, dass wir unsere Fossilien entwickeln lassen können oder wiederbeleben können, sozusagen. Und das werden wir auch direkt mal versuchen. Im letzten Raum war das, meine ich zumindest, hier bei diesem Typen vielleicht. Oh, die Räume haben sich aber auch verändert hier. Ja, Fossil. Hast du ein Fossil für mich? Ja, habe ich. Ja, mach mal. Gut, ich komme dann später wieder. Rede ich mal mit diesem Typen hier. Ja, tut mir leid, ich habe kein Ponita, aber werde ich bestimmt gleich haben, wenn wir in dieses Feuerhaus gehen. Oh, das war auch ein episches Haus, ey. Und hier bekommen wir, glaube ich, eine Attacke. Metronom. Na gut, nee, das können wir ruhig unserem Dings beibringen hier, unserem Traumato. Hypno haben wir jetzt, ne? Hypno. Den können wir das ruhig beibringen. Ja, soll ersetzt werden. Durch. Okay. Machen wir einfach mal Konfusion weg. Wir haben ja Psychokinese. Dafür haben wir jetzt eine coole Attacke im Metronom. So, tschüss. Ich gehe mal wieder, ne? Ich glaube, ab einer gewissen Schrittzahl kann man sich dann das wiederbelebte Fossil holen. Ich weiß aber nicht, wie viele Schritte man braucht. Hallo? Ja, okay. Forscher experimentieren in diesem Gebäude, ja. Wunderschön. Erstmal heilen wir uns jetzt von dem Kampf mit Zapdos. Obwohl da ja nicht so viel passiert ist. Aber na egal, kann ja nicht schaden. Und dann werden wir sofort dieses Haus besuchen, indem wir den Schlüssel für die Arena bekommen. War das der Schlüssel oder finden wir da einfach nur den Arena-Leiter? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist das Pokémon-Haus. Oh, sehr, sehr, sehr zerstört sieht das aus. Hier können wir den Detektor auch öfter mal einsetzen. Nichts in der Nähe, alles klar. Dann setzen wir mal einen Schutz ein. 200 Schritte sind wir jetzt geschützt. Und hier gibt es, soweit ich weiß, auch irgendwie Schalter, ne? Bleiben wir erstmal in dieser Etage. Na, guck mal an. Hier können wir gar nicht überall rein. Genau, das war das ja mit den Schaltern. Die öffnen dann die nächsten Gänge. Genau. Okay. Hier können wir nichts machen. Dann mal wieder weg. Oh, Psychogeräusche hier. Ah, da ist der Schalter. Den können wir aktivieren. Yep, danke. Jetzt leuchten die Augen sogar. Ich glaube, damals haben die sich nicht groß verändert. Protein gefunden. Ja, gut, dankeschön. Hat sich das andere Tor da unten vielleicht geöffnet? Man weiß es nicht. Aber hier können wir auch ein paar Pokémon fangen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Beziehungsweise noch keine Chance hatten, diese zu bekommen. Zum Beispiel dieses hier. Ich glaube, Ponita bekommen wir hier auch. Und dann können wir unser Volnano bekommen, endlich. Oh, Core. Los, komm schon. Lass dich fangen. Dum. Toll, Smogon wurde gefangen. Ja, wundertoll, ne? Wundertoll. Ach, was war das denn? Warum wurden da jetzt Slimer und Slimer noch angezeigt? Genau, Slimer können wir hier, glaube ich, auch fangen. Nein! Ratzfratz. So ein uninteressantes Pokémon. Ich glaube, wir setzen mal lieber wieder einen Schutz ein, weil das wird nicht schon wieder zu viel hier. Man kann keine paar Meter gehen, ohne angegriffen zu werden. Das ist echt lästig. Das kann echt nerven bei Pokémon. Und dann gehen wir mal eine Etage nach oben. Aha, das Ding ist aktiviert. Hier können wir gegen diese ganzen Trottel kämpfen. Müssen wir aber nicht, wie es aussieht. Zink gefunden. Nice. Hier ist ein Raum, der uns nicht viel sagt. Okay, zu finden gibt es hier auch nichts. Dann gehen wir hier oben lang. Da ist die Tür noch zu. Ja, hier muss man immer so ein bisschen gucken, wie man das schafft. Calcium. Wow, wir können gleich wieder unser Turtok ein bisschen pumpen. Okay. Ich glaube, wir müssen den Schalter betätigen, um auf die nächste Etage zu gelangen. Genau. Oder war das der Schalter unten? Ich weiß es gar nicht. Geh weg. Ich glaube, hier können wir sogar so ein... Wie heißt das denn nochmal? Es gab doch so ein Magma oder so.
Ah. Wir könnten zwar auch die andere Treppe nach oben benutzen, aber dann wären wir da rausgekommen. Das hätte uns, glaube ich, nicht so viel gebracht, wie als wenn wir hier langlaufen. Oder? Vielleicht ist es sogar besser? Kriegen wir hier nur dieses Item? Aber aktivieren wir das hier mal. Dann können wir, glaube ich, auch nach unten durchgehen. Ja, können wir. Perfekt. Was ist das denn? Dieser Abgrund machte mir Angst. Mentor? Was labert ihr? Das müssen wir jetzt natürlich eben... Ah, können wir unsere neue Attacke mal ausprobieren. Metronom. Panzerschutz. Ja, yeah, super. Das ist dann so eine Attacke. Sprich, es sucht sich aus dem Pool der kompletten Pokémon-Attacken, die es gibt, eine Attacke aus, zufällig, und die setzt er dann ein. Guck hier, Wirbelwind. So was kann Hypno doch eigentlich gar nicht. Mit welchen Flügeln auch? Klingensturm? ETF? Verdammt. Ich glaube, in diesem Haus hier wartet auch wieder Falz auf uns. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Na komm. Ich will mit Metronom den Kampf beenden. Härtner, nee. Solche tollen Attacken, ey, kannst du dir auch sparen. Warum zielt er auf mich hier? Cosmic-Kraft. Boah, die ganze Zeit die Verteidigung, ne? Die ganze Zeit die Verteidigung. Eisstrahl, ja, yeah, geil. Also, wir haben es geschafft. Das nächste Mal werden wir Psychokinese einsetzen, ist klar. Das dauert eindeutig zu lange. Wenn wir das auf diese Art machen mit dieser Attacke. So. Psychokinese, bitte. In zweifacher Ausführung. Oh, wir sind verwirrt und paralysiert. Das ist nicht gut. Die Kombo ist nicht gut. Oh, ich streck mich mal eben, ne? Yeah, nicht mehr verwirrt. Das ist doch gut. Das ist gut. Und wenn wir das Haus hier nämlich geschafft haben, dann können wir auch die nächste Arena machen. Und dann fehlt nur noch die letzte, in der wir einen alten Bekannten besiegen müssen. Viele werden wahrscheinlich wissen, wen wir dort besiegen müssen. Aber für die, die es nicht wissen, lasst euch überraschen. Lasst euch nicht spoilern. Von irgendwelchen anderen Videos oder von Google. So. Da kommen wir wieder nach unten. Kommen wir hier in den besagten Keller, in den wir müssen? Nee, eben nicht. Hier finden wir nur ein Item, okay. Und dann gehen wir mal in diesen Abgrund da rein. Geht das? Kann man in den Abgrund reingehen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Das ist echt schon so lange her, dass ich mich so oft daran gesetzt habe. Ich glaube, hier müssen wir runterfallen, um an die richtige Stelle zu gelangen. Oder war das falsch? Kann falsch sein. Egal, gehen wir jetzt mal hier hoch. Ah, hier finden wir auch wieder nur ein Item. Okay, das Rätsel müssen wir noch lösen. Scheinbar müssen wir die andere Spalte herunterfallen. Das heißt, wir müssen den hier wieder deaktivieren. Dann dort oben hochgehen. Dann den Schalter wieder aktivieren und die andere Dings runterspringen. Mann, 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 ist das ein Rätsel? Und dann springen wir mal hier runter. Tada! War ja richtig, gut. Wundertoll. Vielleicht kämpfen wir später gegen die ganzen Typen. Ich habe jetzt einfach keine Lust gerade. Setzen wir mal Detektor ein. Und wir sind auch gleich schon wieder am Ende des Parts. Oder eigentlich sind wir schon angekommen. Ist das denn ein Ausgang? Dann gehen wir erstmal runter. Ah, hier ist der Keller. Den meinte ich. Wir müssen zu der Statue. Wow, er hat uns fast entdeckt. Ja, schnell hier raus. Schnell verschwinden. Hier kommen gar keine Pokémon mehr. Kann das sein? Kann das, ey?